Ja, so hat sich das Panflötenduo Moninev uns in den Gottesdienst hineingespielt. Unsere Herzen sollen sich öffnen. Der sonnige Tag tut einiges dazu, dass wir das Fest, das wir heute feiern, wirklich als fröhliches Lebensfest feiern können. Und so begrüße ich ganz besonders natürlich die Tauffamilie von Linda und Angelo Romano mit Gotte Rosmarie Holdener und Götti Markus Teller und dem Familiengottesdienstteam Doris und Florian und Thomas. Und freue mich, dass wir diesen Gottesdienst heute hier feiern konnten. Gottesdienste mit Menschenbeteiligung haben wir in den letzten Monaten nur bei Beerdigungen machen können. Jetzt zwei Taufen. Das ist schön. Und so wollen wir uns hineinnehmen lassen in die große Welt der Engel, die Gott anrufen. Lasst uns feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam singen wir einfach super, dass du da bist. Wer kann, mag aufstehen und mit Christa gemeinsam die Bewegungen machen. Wer es nicht kann, ist auch gut. Liebe Gemeinde, wir hören jetzt Psalm 23, das ist ein Lied von David. Gott ist immer bei mir, darum geht es mir gut. Ich habe alles, was ich brauche. Gott sorgt für mich. Ich esse und trinke und werde satt. Ich finde Ruhe, das tut mir gut. Mein Atem wird kräftig,
ich lebe. Gott zeigt mir den richtigen Weg. Gott macht mir Mut. Gott macht mich stark. Er hat es versprochen. Davon will ich erzählen. Manchmal habe ich Angst. Manchmal bin ich krank. Manchmal habe ich Schmerzen. Auch dann weiß ich, Gott ist da. Gott hilft mir. Gott beschützt mich. Gott deckt einen Tisch für mich. Von allem ist genug da. Ich darf essen und trinken. Meine Feinde beneiden mich. Gott gibt mir schöne Kleider und duftendes Parfüm. Von allem ist genug da. Gott gibt mir nur Gutes und Liebes. Ich fühle mich wohl. Ich bin fröhlich mein Leben lang. Ich wohne mit Gott in seinem Haus. Ich bin bei Gott jeden Tag. Wir singen gleich das nächste Lied, wieder mit Bewegung. Gottes Liebe ist so wunderbar, so hoch, man hat nie drüber gar, so tief, man kann nicht drunter gar, so weit, man kann nicht drumum gar, so wunderbar. Macht ihr mit? Matthäus 3, 13 bis 17, die Taufe Jesu. Johannes taufte Jesus. Die Menschen wollten ihr Herz für Gott bereit machen. Dafür gingen die Menschen zu Johannes. Johannes war an einem Fluss. In dem Fluss war Wasser. Johannes sollte den Menschen Wasser über den Kopf gießen. Die Menschen sagten, das Wasser ist ein Zeichen. Das Zeichen bedeutet, wir wollen uns für Gott bereit machen. Für Gott bereit machen heißt taufen. Eines Tages ging Jesus zu Johannes. Johannes sollte Jesus taufen. Johannes war verwundert. Er sagte, das geht nicht. Du bist Jesus. Du kommst von Gott. Ich muss dich nicht taufen. Du musst mich taufen. Jesus sagte zu Johannes, doch, Gott freut sich, wenn du mich taufst.
Da taufte Johannes den Jesus. Jesus stieg wieder aus dem Wasser heraus. Auf einmal öffnete sich der Himmel. Die Kraft von Gott kam vom Himmel auf Jesus herab. Die Kraft von Gott ist der Heilige Geist. Jesus konnte die Kraft von Gott sehen wie eine Taube. Eine Stimme vom Himmel sagte: Jesus, mein lieber Sohn, an Jesus habe ich große Freude. Die Taufe ist ein Zeichen von Gott. Gott zeigt damit: Ich habe die Menschen lieb. Wer getauft ist, weiß, ich bin ein Kind von Gott. Die Eltern versprechen: Wir wollen unseren Kindern von Gott erzählen. Es soll Gott kennenlernen und ihm vertrauen. Zur Taufe gehört auch ein Bekenntnis. Früher sagte man: Mein Herr ist Jesus Christus. Heute sprechen alle zusammen das Glaubensbekenntnis. Und ich lade ein, dass wir, die wir da sind, aufstehen und das gemeinsam sprechen, wie es auf dem Liedblatt geschrieben ist. Ich vertraue Gott. Er ist der Vater. Er kann alles machen. Er hat auch die Welt gemacht. Er hat einen Sohn, Jesus. Dem vertraue ich auch. Zu dem gehöre ich. Er kommt direkt von Gott. Maria hat ihn geboren. Weil einer es so wollte, wurde er verurteilt und musste leiden. Er wurde ans Kreuz geschlagen. Er ist gestorben und wurde begraben. Er war bei den Toten. Am dritten Tag hat Gott ihn lebendig gemacht. Dann hat der Vater ihn zu sich geholt. Eines Tages wird er wieder zu uns kommen. Dann kommt alles in Ordnung. Ich vertraue auch dem Heiligen Geist. Ich gehöre zur Kirche. Viele Menschen glauben so. Ich gehöre dazu. Gott verzeiht mir meine Fehler. Die Toten werden leben und das für immer. So ist es. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, hier und weit draußen. Wir haben vorhin die Taufe von Jesus gehört. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen an die Taufstelle im Jordan. Ihr habt das als Foto. Christa und ich sind im letzten Oktober, November in Jordanien gewesen und haben von dort herübergeschaut. Herübergeschaut über den Jordan nach Jericho, in die Wüste und dann auf die Stadt, die auf dem Berge steht. Und eigentlich müsste man die Richtung umkehren. Die Leute kamen aus Jerusalem, der Hauptstadt, herunter, durch die Wüste, durch die Oase, dann an den Jordan. Jerusalem, das ist da ganz oben, diese ganz kleine Silhouette erkennt man. 1000 Meter höher, eine Stadt auf dem Berg, eine Hauptstadt, in der es so zugeht, wie es in großen Städten zugeht. Johannes als Prophet wählt einen alternativen Lebensstil. Er verlässt die Stadt, er ernährt sich ganz anders, er legt nicht Wert auf Äußeres, sondern auf das Innere. Und er sagt, von innen heraus muss eine Erneuerung passieren. Und diese Erneuerung, die passiert für diejenigen, die aus Jerusalem kommen, im Weg durch die Wüste. Die judäische Wüste ist voller Steine, ist karg, ist heiß. Und ich denke, das ist wie wenn wir heute pilgern, wir nehmen einen Moment Abstand von dem, was uns alles so wichtig ist. Manchmal ist es gut, wenn wir auch erfahren, ich weiß nicht, was ich morgen esse. Ich weiß nicht, was ich morgen trinken soll. Aber ich weiß, ich bin auf der Suche nach der Quelle des Lebens. Johannes kommt und er zieht Menschen zu sich. Johannes tauft mit Wasser. Und wir taufen bis heute mit Wasser, weil Wasser ist lebensspendend. Lebensspendend in vieler Hinsicht. Wasser wäscht den Staub vom Körper. Ich fühle mich frisch. Wasser brauche ich, wenn mir die Zunge am Gaumen klebt. Ich bekomme neue Kraft und neuen Mut. Aber Wasser hat auch eine ganz andere Dimension. Wasser kann gefährlich sein. Wasser kann mich wegspülen, umhauen und ertrinken lassen. Auch da ist es gut, wenn man weiß, in allem bin ich in Gottes Hand. Als wir am Jordan waren, da hatte es gerade Hochwasser gegeben. Und da hatte der Jordan gar kein bisschen von
da möchte ich mich drin waschen. Der war voller Schlamm und Geröll und ansonsten ist er heute auch vergiftet. Aber da wurde mir deutlich, wer sich in diesem Wasser taufen lassen will, der legt auch ein Stück, ein Bekenntnis ab. Ich habe keine Angst vor dem, was kommt. Die Brandstiftung in der Kathedrale in Nantes in Frankreich jetzt zeigt, das Leben für Christen ist nicht mehr so selbstverständlich. Wir leben auch mit Gefahren. Und wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann kann das sein, dass uns mancher schief anschaut. Damit müssen wir leben. Aber wir wissen, Jesus Christus, der ist durch den Tod hindurchgegangen. Der ist für uns durch die Wasser gegangen. Und das neue Leben hat sich in seiner Auferstehung offenbart. Wenn wir Angelo und Linda gleich taufen, dann ist das Leben spendend. Danken für das Leben. Aber es ist auch ein Zeichen, auch in Gefahr werde ich nicht davonlaufen, denn ich weiß, mein Gott ist bei mir. Und so erinnern wir uns auch selber an unsere Taufe, wie wir uns unter den Schutz Gottes haben stellen lassen. Gemeinsam singen wir, wie die Taufe kömmet mir zu dir. Im Taufgottesdienst hören wir auch die Worte von Jesus. Jesus sagte seinen Jüngern bei seinem Abschied: Geht hinaus in die Welt, erzählt den Menschen von mir. Sie sollen lernen, was ich euch gesagt habe. Sie sollen mir vertrauen. Tauft sie auf den Namen Gottes, auf den Namen von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Bringt ihnen alles bei, was ich euch gesagt habe.
Und ihr werdet es erleben. Ich bin immer bei euch, überall, wohin ihr geht. Und wir hören jetzt von den Eltern, warum sie Linda und Angelo zur Taufe bringen. Kommen miteinander. Der Grund ist, wir möchten unseren christlichen Glauben der Linda und dem Angelo weitergeben. Ja. Liebe Gemeinde, ich werde jetzt dann Linda und Angelo gleich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Gott hat Linda und Angelo wunderbar geschaffen. Er wird sie ihr Leben lang begleiten. Jesus zeigt, Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und Gottes Geist, der stellt dieses Band her, diese Verbindung zu Gott. Ich taufe mit Wasser. Wasser macht sauber. Wasser schenkt Leben. Und Wasser ist gefährlich, aber Gott rettet daraus. Ich werde Linda und Angelo die Hände auf den Kopf legen. Sie gehören zu Gott, sie sind Gottes Kind. Als Gottes Kinder gehören die beiden zur Kirche. Und jetzt dekorieren wir ein bisschen um. Filippo und Sandra Romana. Seid ihr als Eltern bereit, eure Kinder Angelo und Linda, die ihr in der Taufe unserem Herrn Jesus Christus anvertraut, auch selbst anzunehmen mit ihren Gaben und Mängeln, Vorzügen und Schwächen und nach bestem Gewissen die Aufgabe, ihre Erziehung wahrzunehmen in Liebe, Geduld und Verantwortung vor Gott, so antwortet ja mit Gottes Hilfe. Ja. Ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Paten Rosmarie Holdener und Markus Teller, sind Sie bereit, die Patenschaften für Linda und Angelo zu übernehmen und ihnen Liebe, Verständnis, Freundschaft, Zeit und Rat zu schenken und ihnen mit Gedanken, Worten und Taten ein Vorbild auf dem Weg zum Leben zu sein? So antworten Sie ja mit Gottes Hilfe. Ja, Gottes Hilfe. Wollt ihr, dass eure Kinder auf den Namen des Dreieinen Gottes getauft werden? So antwortet ja. Dann kommen wir zur Taufe. Wer mag die Schale nehmen? Wen nehmen wir zuerst? Linda Romana, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Linda,
Sein Taufspruch steht im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel, Vers 16. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So sei behütet auf deinem Weg. Angelo, kommst du? Angelo, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Angelo, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen. So steht es im Psalm 91, Vers 11. Wir entzünden die Taufkerze. Ich weiß nicht, machen Sie das? Eine Kerze, warum eine Kerze? Licht, warum Licht? Manchmal geht es uns gut, so wie heute. Manchmal ist alles schön und hell. Und doch, manchmal wird es auch dunkel um uns. Wir sind traurig, wir haben Angst, fühlen uns allein. Dann nehmt die Kerze. Zünde sie an. Denk daran, du bist getauft. Du gehörst zu Gott. Und Jesus verspricht dir, in allem Dunkel bin ich da. Ich mache alles hell für dich. So kannst du leichter leben. So ist es. Amen. Die Kerzen können Sie dann hinstellen und dann haben Sie ja, glaube ich, auch Wünsche. Liebe Linda, lieber Angelo, es gibt nichts Schöneres, als in strahlende Kinderaugen zu schauen. Und das Strahlen, das wünsche ich euch für immer. Ein Engel wünsche ich für euch, der euch behütet und immer zu euch schaut und führt. Ganz viel Liebe und Herzenswärme sollen euch umhüllen. Und eine offene Tür soll immer offen sein für euch in schwierigen Zeiten und in schönen Zeiten. Christus hat uns die Liebe gebracht. Und diese Liebe macht uns wirklich glücklich. Denn sie kann zulassen, sie hat Verständnis. Ja, sie kann verzeihen und versöhnen. Das wünsche ich euch. Und ein Wegweiser, wo drauf steht, Liebe, Wahrheit und ganz viel Mut. Ich freue mich, dass ich euch ein Stückchen weit begleiten darf. Ja, liebe Linda, lieber Angelo, ich wünsche euch natürlich auch viel Glück, viel Liebe, viel Gesundheit ist das Wichtigste natürlich. Und ja, dass ihr ein schönes, langes Leben habt.
jetzt habe ich Ihnen versprochen, dass Sie als Familie noch einen Tauf- und Familiensegen bekommen. Gottes Liebe begleite euch. Lasse euch miteinander wachsen. Aber er gebe euch auch die Kraft, füreinander da zu sein, zu zweit, dass ihr euch an den Ursprung eurer Liebe erinnern könnt und immer wieder dahin zurückfindet. Seid gesegnet, behütet und habt's gut. Amen. Ja, und jetzt, liebe Gemeinde, Linda und Angelo sind Mitglied unserer Kirchgemeinde geworden. Zeigen Sie den anderen die beiden einmal. Ja, ihr, die ihr jetzt hier seid und die, die ihr ganz weit weg seid. Die Paten haben ein Versprechen stellvertretend für uns übernommen. Seid auch ihr bereit, die beiden in Gebeten, Gedanken zu unterstützen, sodass, wenn sie groß werden, sie noch eine lebendige Gemeinde, eine Kirche finden, in der sie Zuflucht finden? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Amen. Jetzt darf ich Dankeschön, dass Sie das Patenamt für uns übernommen haben. Viel Kraft und Freude. Dankeschön für die Übernahme des Patenamts. Und das sind die beiden Taufscheine für Linda und Angela. Ich gebe sie mal den anderen. Herzlichen Glückwunsch und heute sicher noch ein schönes Zusammensein. Können sich wieder setzen. Wir kommen zur Fürbitte. In der Fürbitte stehen wir auf, wenn wir das können. Wer für die Fürbitte aufstehen mag, tu es bitte. Denn in der Fürbitte denken wir besonders an Opa Sascha Teller, der diesen Festtag nicht erleben kann. An Nonu Calogero und Nona Grazia Romana und alle, die wir durch den Tod nicht verloren haben, sondern ganz neu mit ihnen in Liebe verbunden sind. Denn der Tod bringt uns zusammen in Gott. Dafür dürfen wir dankbar sein. Gott, danke für unsere Hände. Wir können helfen. Gott, danke für unseren Mund. Wir können sprechen. Gott, danke dem Menschen. Wir können lernen. Gott, wir können so viel machen. Wir brauchen Hilfe. Gott, wir wissen, du hilfst. Gott, wir bitten dich, hilf den Menschen, die krank sind. Hilf den Menschen, die allein sind. Hilf den Menschen überall auf der Welt. Heiliger Geist, lass uns alle in diesen Sommertagen auftanken,
und gib uns Kraft, damit wir die großen Veränderungen zum Guten meistern können. Gott, ich bitte für alle die Menschen, die in dieser Krise Existenzängste haben, gib ihnen Kraft, das durchzustehen und den Mut, dass sie nicht daran verzweifeln. Gott, schenke den Menschen die Erkenntnis, dass wir nur zusammen stark sind. Und gemeinsam beten wir, wie es uns Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Ja, Sie haben gespürt, die beiden, dass Ihre große Stunde jetzt ist. Jetzt nehmen Sie langsam die Bühne. Ich möchte einerseits noch einmal ganz herzlich danken dem Panflötenduo Moni Neff und Markus Wüthrich am Klavier für die musikalische Gestaltung. Barbara Neff, nicht verwandt, aber mit Blumen hat sie uns durch den Gottesdienst geführt. Und herzlichen Dank natürlich an meine Frau Christa, die Ton und Kamera und PowerPoint-Präsentation heute alles zusammen macht. Und Thomas, Florian und Doris, dass wir schon so viele Jahre gemeinsam den Familiengottesdienst gemeinsam gestalten. Die Kollekte, jetzt komme ich nicht mehr durch. Die Kollekte ist bestimmt für die Stiftung Phoenix. Ich vermute mal, die kennen Sie gut. Weil die Stiftung Phoenix ist direkt in ihrer Nachbarschaft zu Hause ein Wohnheim, wo man in vertrauter Umgebung zu Hause sein und sich in der Gemeinschaft und den vier Wänden geborgen fühlen kann. Die Stiftung Phoenix Schwyz bietet psychisch beeinträchtigten Menschen ambulante und stationäre Betreuung und Begleitung. Wir sammeln am Ausgang und für die, die online zuschauen, ihr seht eingeblendet die Folie. Dann noch ein Wort zum weiteren Vorgehen. Wir sind ja jetzt schon wieder ein paar Menschen hier. Nächste Woche werden wir an einem Gottesdienst aus Einsiedeln online teilnehmen. Und ab August wird es wieder Präsenzgottesdienste geben. Einfach das, was wir heute schon gesehen haben, Masken tragen, sich registrieren und ja, vorsichtig sein. Aber dazu findet ihr dann auf der Homepage noch mehr. Gleich können die, die online dabei sind, auch ihre Kommentare geben. Die anderen bekomme ich wahrscheinlich beim Ausgang. Und jetzt singen wir gemeinsam das Segenslied Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Musik.
Und so lasst uns mit dem Segen Gottes gehen. Wir haben unsere Kinder gesegnet. Aber auch wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Segen ist Kraft von Gott zum Leben. Gott beschützt, Gott macht das Leben schön. Jesus selbst ist der Segen. Er ist Gottes Segen für diese Welt. Er rettet und vergibt die Schuld. Jetzt am Ende bekommen wir Kraft für den Alltag. Gott steht dafür ein. Gott verspricht, dass er bei uns ist. Der Segen von Gott ist wie ein Licht oder wie die Wärme der Sonne. Ein uralter Segen aus der Bibel geht so: Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott schaut auf dich. Gott lässt sein Licht für dich scheinen. Gott wird immer bei dir sein. So segne und behüte dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.